Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Ihr seht keine Kamera, ich überprüfe es gerade nochmal. Ja, wir haben definitiv ein Display HDR hier vorliegen, also ein Spiel hat HDR. Dadurch keine Kamera, weil dann würde die milchig aussehen. Und ich nehme das auch mit einer hohen Bitrate auf, damit ihr so nah wie möglich an dem seid, wie ich es hier vor mir habe. Also ich nehme mit 4K 60 FPS und HDR auf. Mehr geht halt bei der Capture-Karte nicht. Ja, und wir wollen mal reingucken. Das ist wieder eine Auskopplung aus der League of Legends Story. Ja, also Serie. Ich erwarte ein taktisches Spiel wieder. Sprache Deutsch, Deutsch, Innovation an. Steuerung. Das lassen wir alles so. Audio. Die Musik machen wir mal ein Stück drunter, auch wegen Content ID. Sicher, sicher. Und wir starten mal ein neues Spiel. Für Spieler, die Ethnos, Geschichte und Kampf wollen. Für alle die Spieler, die sich auf die Geschichte. Ja, ich würde lieber auf die Geschichte mich konzentrieren. Ich bin da nicht so gut momentan. Das ist einfach mal so Standard. In diesem Land ist Magie so natürlich wie die Erde unter unseren Füßen. Aber Magier sind nicht frei. Ich kann euch übrigens auch die Serie auf Netflix empfehlen. Im Königreich Demacia jagen Magiesuchende alle mit magischen Fähigkeiten und verbannen sie in die Finsternis. Silas aus Gelichtergraben, als Kind von ihnen rekrutiert, kann von Geburt an Magie spüren. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Legion. Er sah die Wahrheit. Ja, also Magie ist überall. Aber die letzte Auskopplung war sehr gut. Eines Tages erbarmte sich Silas einer gefangenen Magierin und entdeckte, wie er ihre Magie kanalisieren konnte. Doch ein Kind konnte diese Macht nicht beherrschen. Ja, die letzte Auskopplung fand ich schon sehr geil. War so ein grünes Cover, ich komme gerade auf den Namen. Und die Serie ist halt geil. Er stahl die Magie seiner einzigen Freundin Lux Kronwacht und verriet sie, um seinen Fesseln zu entkommen. Silas Flucht löste etwas aus. Nutzt er seine Macht für bloße Rache? Oder entfacht er ein Lauffeuer, das niemals erlischt? Hm.
okay. Wir haben kein rundenbasiertes, also kein taktisches Gegebenheit. Ich finde die Pixelgrafik gar nicht mal so schlecht. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Einige von euch, wenn die mögen das halt nicht. Die kommen dann wieder, ich habe eine PS5, da will ich auch die Grafik haben. Kann ich auch komplett verstehen. Aber bei manchen Spielen ist es definitiv besser, wenn man... ein bisschen Pixel-Grafik hat. Ja, das sieht man halt schlecht mit den Kanten. Hier habe ich gedacht, das ist halt auf eine Höhe, aber hier sieht man, dass es hier eine Erhöhung ist oder... Mit einem Zauberschwert, ne, ganz toll. Und ich habe nur Ketten.
Oh, scheiße. Nur verlieren. Das gehört zur Story dazu. Ich hätte ja keine Chance gehabt zu gewinnen. Naja, muss ja. Tutorial muss ja irgendwie Einleitung ins Spiel sein. Okay, der kennt mich hier raus. Okay. 15 Jahre, wow. Ja, stimmt, der war ja ein. Stimmt, am Anfang haben sie gesagt, das war ja ein Kind. Und die Kraft war zu stark für ihn. Und dann haben sie eine Annikette gezeigt. Ich habe gedacht, dass er dann halt noch eine Weile draußen gelebt hat. Haben nichts gesagt, also. Fähigkeit kopieren. Gerade rüberstellen. Ich brauche mehr Abklingzeit als der Gegner.
Gibt sechs verschiedene Arten, Elemente, magische Gegner, schadliche Elemente, ihr eigenes. Was? Zusätzlichen Schaden durch. Das Element und weniger Schaden durch ihre eigene. Aha. Da hast du Feuer- und Eisfähigkeiten gesehen. Diese Elemente sind entgegengesetzt. Entschuldigung. Also bis jetzt macht es einen schönen Eindruck auf mich. Wie gesagt, mit der Pixelgrafik, klar, das ist gewöhnungsbedürftig.
Ah, da ist er ja wieder. Bin ich nicht so sicher. Ist aber frei, dann soll er weggehen und sein Leben leben, aber er will Rache halt. Naja, verständlich, er war ein Kind, aber. Hier zum Anführer. Ah, das funktioniert auch mit dem Spulen. Schade, dass es kein deutsches Audio hat. Wenn sie das in Deutsch gemacht hätten. Also wegen Abendspieler habe ich immer so die Schnauze voll, da liegt ja nicht so viel lesen. Hier können wir dann halt, ich habe halt die gerade getestet, habe, ihr seht hier, ich muss hier X drücken oder ich kann halt schneller X drücken, dann geht es halt schneller oder ich warte halt, bis es fertig ist. Oder ich drücke einfach R1 und dann geht es so lang hin, seht ihr? So lange, bis ich wieder R1 drücke zum Pause drücken oder halt um das zu stoppen. Habe ich das mit Absicht noch nicht gemacht, dass ihr das seht. So, und jetzt, zack, stoppt. Jetzt ist nichts hier weiter dazu gekommen. Also ich kann noch, ach so, ich kann mir wundern, warum ich eine Waffe drücken kann.
Aha, wir sind jetzt hier unten. Oh, schön erklärt die Karte. Und hier sollen wir hin. Hier wollen wir dann auch noch. Ich gucke gerade so am Rand die ganze Zeit. Auch hier unten links. Ganz unten links seht ihr den Schädel. Ja, ich hoffe, dass er da den Schädel erkennt. In einem Helm. Sind drei sozusagen übereinander, wenn ich das richtig gucke. Und dann mit den Wimpeln. Da sind ja oben drüber Glühwürmchen. Ein Stück weiter sind auch die Wassertropfen, die von oben kommen. Auf den Boden aufschlagen. Da versuche ich jetzt gerade, also nicht, dass er wundert, dass ich nichts sage, aber da muss ich mich konzentrieren. Und gucke ich gerade, wie das aussieht grafisch. Ja, die Glühwürmchen sind halt auch viereckige Pixel. Auch finde ich gut. Bei dem Wimpeln weiß ich nicht. Ich glaube, das soll so sein, dass dieses Wackeln so dargestellt wird, als wenn halt eine Grafik von oben nach unten halt rübergeschoben wird. Ah, das ist mein Quartier. Da gehen wir hin zum Schlafen.
Hauptmission Dunkler Wald. Nicht der Wald, sondern der Dunkle Wald. Ich würde aber auch sagen, dann machen wir hier erstmal einen Cut, weil muss ich jetzt hier wieder so weit durchschlagen. Wir sind schon bei 30 Minuten und zum Kennenlernen würde ich sagen, reicht das aus. Wir gucken mal, ob wir speichern. Wir haben 0,6% vom Spiel. Wir können laden. Ach, Autosave haben wir auch. Oder? Startet. Laden. Nee, das ist nur. Nee, das ist eh nur dasselbe. Wir haben kein Autosave. Einstellung, Spiel, Audio und Extras. Ah, hier sind ein Skin-Paket. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Also von A nach B rennen, das ist so ein bisschen so wie God of War damals. Da war ja auch dann halt von einer Seite zur anderen, bevor es Open World geworden ist. Ich denke mal, wir kriegen noch neue Fähigkeiten und werden stärker. Ich habe immer noch mit dem Problem mit Abziehen und dann woanders ran, aufballern und so, mit dem richtigen Timing zu machen. Ohne dass, weil ich muss mich ja auch dann noch aufladen selber. Nur, dass ich ständig getroffen werde, aber machbar, denke ich mal. Ich weiß auch schon, dass einer von euch nicht gefallen wird, aber so eine Spiele sind ja nicht da, um allen zu gefallen. Der eine mag COD, der andere mag COD nicht, der eine mag Retro, der andere nicht und ist ja jetzt nicht Retro, also ist ja kein Retro-Spiel an sich, aber es hat nur ein bisschen Retro-Optik. Und wäre doof, wenn die Spiele alle gleich aussehen. Also, da müssen sie schon mal ein bisschen rumspielen können damit. Und ich finde, es passt ganz gut dazu. Ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung. So, ich bin dann jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Hier oben könnt ihr dann nochmal sehen mit den Pflanzen. Da bewegt sich das richtig. Seht ihr das? Und mit dem Wimpelnweig und Eingestellenweig ein bisschen irritiert. Aber kann auch sein, dass dann kleiner Bug war oder so. Weil hier bewegt sich das richtig. Sieht nicht aus, als wenn die Grafik drüber geschoben wird. Naja, es kommen ja auch noch Updates dafür, logischerweise. Ich bin jetzt aber wirklich weg. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.